Ja, ich habe 50 Jahre das Unternehmen begleitet und davon die meiste Zeit verantwortlich geführt. Und nachdem das zu Ende war, war es mir ein Anliegen, das, was mein Vater von den Nachkriegsanfängen praktisch aus dem Nichts heraus gestartet hat, dass ich diese ganze Entwicklungsbiografie dann bis hin zu diesem Unternehmen mit einer etwas über einer Milliarde Umsatz und 7000 Menschen, dass ich das einfach festhalte. Man muss bedenken, als wir angefangen haben, da bestand ein Laden aus 40, 50 Quadratmetern. Alle Artikel waren Bedienungsartikel. Es wurde alles über die Theke gereicht und selbst Butter und Öl und so, das war lose verkauft. Heute reden wir darüber, dass wir wieder Verpackungsmittel reduzieren müssen. Als ich angefangen habe 1982 mit biologischen Produkten, also mit Bioprodukten in unseren Märkten, da war das ein Begriff, der weitgehend unbekannt war und die Menschen standen dem fremd gegenüber. Es war keiner überzeugt davon. Und dann hat sich das ganz, ganz, ganz langsam entwickelt. Und zum Beispiel die Biomilch, haben die Mitarbeiter dreimal ausgelistet und haben gesagt, die führen wir nicht mehr, weil wir müssen zu viel wegwerfen. Und ich habe gesagt, nein, die bleibt drin. Und am Ende haben wir 30% Umsatz in Bio-Lebensmitteln gehabt. Manche Sachen, die man für richtig hält, muss man einfach machen. Dass man natürlich die Kostenrechner hört, aber ihnen nicht folgt. Sondern sagt, ich muss das denken von dem, was möglich ist und nicht von dem, was jetzt passiert. Ich habe meistens mit großen Schulden gearbeitet, um sozusagen so viel zu machen wie möglich. Das ist ja die Aufgabe des Unternehmers, dass er etwas ermöglicht mit Geld, was er von anderen bekommt. Und das ist ja eine Veredelung. Das heißt, der Wert erhöht sich dadurch, dass das richtige Ding zur rechten Zeit am richtigen Ort ist. Diese Veredelung, diese Verleihung von Wert, das ist, glaube ich, das, was die Tätigkeit ausmacht. Ja, also was schon mich sehr bewegt hat, war die Art und Weise, wie mein Vater das Unternehmen geführt hat und mir dann übergeben hat. Und die Situation, in die man dann da reinkommt. Ich war der Erste, der studiert hatte in diesem Unternehmen. Mein Vater hat dann gemerkt, dass dadurch, dass ich diese Datenverarbeitung eingeführt hatte, dass ich dadurch ein anderes Profil hatte. Und hat er gesagt, ich übergebe dir das Unternehmen mit 60. Da war ich gerade mal 29 Jahre alt. Und dann habe ich versucht, mit Hilfe der Gruppendynamik auch, mit Unterstützung, mit Beratern, zu sehen, dass ich die Kultur in dem Unternehmen relativ zügig auf ein direktes Sprechen miteinander, nicht über die Hierarchien, sondern auf einen direkten Umgang miteinander umstellen konnte. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn die Menschen mal daran gewöhnt sind, dass die Anweisungen irgendwo herkommen, dann zu sagen, ihr müsst euch das selbst überlegen. Also die größte Auszeichnung sind die Mitarbeiter, der Umgang mit den Menschen. Wenn man sieht, dass es da ein Verständnis gibt, dass es da auch eine Achtung gibt, dass es da eine Würde gibt nach beiden Seiten. Ich war überrascht, wie gut das Buch angekommen ist. Muss ich sagen, ich habe damit nicht so gerechnet. Ich habe einfach gedacht, ich muss das machen. Das ist meine Pflicht, auch das, was da geschehen ist und das, was wir da in Richtung Bio und innere Organisation und Führung und Kultur erarbeitet haben, dass das irgendwie festgehalten werden muss, auch für die Region hier. Dass junge Menschen, die das gelesen haben, jetzt auf mich zukommen und sagen, ich soll darüber mal berichten. Da wäre ja vieles so anders, als wir sie das heute erleben. Und das wäre interessant und sie würden gerne mit mir darüber sprechen. Das mache ich gerne. Eigentlich die schönsten Erlebnisse sind, wenn man sieht, dass ein Mensch, den man so um sich hat, auf einmal eine gute Entwicklung nimmt. Einfach in den Buchhandel gehen und das bestellen. Hier kann man es nochmal sehen.